Willkommen zurück. Das mal sagen, wir müssen mit dem Dekorieren weitermachen. Ansonsten haben wir hier so einfach nur so riesige leere Flächen. Ich höre sie schon wieder. Aktivist beenden die Demonstration und verlassen den Zoo. Ja, geht. Unzufrieden, unzufrieden. Gut, keiner beschwert sich. Sehr schön. Und das ist immer wieder lustig. Stimmt hier mal das ganze Dorf. Das würde echt super hier hinpassen, ne? Hier, das klingt nach einem Plan. Ja, alles klar. Ich hab's verstanden. Ich habe es verstanden. Ich brauche Gelände. Brauche Weg. Erstmal so. Haben wir sonst noch was? Warum schwebt ihr? Oh, du bist fertig. Oh, Pinek. Rein da. Möchte einfach alles hier haben. Und jetzt würde ich sagen, bringen wir hier erstmal auf Niveau. Geht doch. Finde ich gut. Inselohrschweinchen. Was habt ihr denn da? Ja. Skiller. Ja, verletztes Tier. Ihr solltet euch auch gefälligst ruhig verhalten. Tierarzt. Außenseiter. Enorme Problem mit dem Wohlbefinden. Du bist Außenseiter. Was soll ich mit dir machen? Jetzt sagen wir.
verkaufen dich. Guck mal bei den Tieren rein. Quarantäne abgeschlossen. Wie heißt denn der Außenseiter? Ich bin leider nicht hier. Außenseiter Jonas. Jonas? Okay, hauen wir die beiden weg. Weißnacken-Antilope. Genau, Jonas und... Stimmt, die sind ja sehr stark isoliert dann, ne? Upsi, das war jetzt nicht so der Plan. Weg. Dich hau ich weg, dich hau ich weg. Du bist tot. Ich hab hier irgendwo ein totes Tier. Hier ruft mein Tierarzt. Sollte sich das jetzt auch langsam gegeben haben. Hervorragend. Mein beidseitigen Bienenstock. Beschwert euch nicht, ich bemühe mich. Wie war jetzt hier? Stimmt, hier ist der Bildschirm. Oh, wir waren beim Schmücken. Wir waren beim Schmücken. Mal Wasser hier hinten? Nö, aber hier trinkt ja auch kein Mensch draus. Dann lassen wir das ruhig mal ein bisschen, würde ich sagen. Blockiert. So. Ich hoffe, das ist groß genug. Sehr geil. So, Gelände. Erstmal nochmal weg. Gut, das ist unter Wasser. Das sieht keine Sau. Jo, ist alles Deko. Ich habe einen Plan. Der Plan darauf geht, das werden wir gleich sehen. Nee. Wir waren jetzt wieder beim Pinseln. Wir brauchen. Nee, du brauchst einen 2 Meter Weg. 2 Meter habe ich gesagt. Danke. Kommen wir hier lang? Stimmt.
Jawohl. Ja, und jetzt hat er eine Menge Grünzeug, ne? Dann wird da ein Schuh draus. Wir brauchen afrikanisch, aber nicht Wüste. Weißt du, ah. Witzig, ich dann wie ein Freizeitpark. Wow. Finde ich immer wieder geil. Finde ich immer wieder gut. Immer wieder. Kommt das sehr gut? Oder bist du schon wieder drüber? Ich glaube, du kommst da sehr gut, aber ich möchte hier gar nicht so eine hohen Bäume haben. Nee. Nee, 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 nee. Kommt besser. Ich nicht noch. Genau, da. Jawohl, das ist okay. Das sieht gut aus. Wenn wir jetzt aber sagen, wir nehmen jetzt noch ein bisschen. Ein bisschen den groben Sand. Ja, wir müssen ja noch kleine so eine, nennst mal, also so die Büsche hinsetzen. Dann kommt das doch schon sehr, sehr gut. Es muss gar nicht so dicht bepflanzt sein. Aber ich werde gleich sehen, was ich meine. Ich hoffe, ich habe jetzt weniger verletzte Tiere. Gut. Und das. Die Optik so ist schon echt gut. Ist schon sehr, sehr gut. Da findest du noch eine angetrockneten Pflanzen. Nee. Genau hier. Kängurugras. Ja, das wird. Ja, da haben wir gerade hier noch mehr von. Also noch andere Arten. Aber da. Ich gebe einfach mal den Begriff trocken ein. Mal gucken, was passiert. Da denke ich mal nicht nur das Kängurugras trocken. Müssen wir mal gucken, ob wir so Zwergkängurus, so Schilder dafür haben oder Skulpturen. Löwen oder irgendwie sowas. Das werden wir gleich rausfinden. Was haben wir denn da? Rindewaran, Überbelegung. Jawohl.
Rahn machen wir gleich. Nee, dich bist mehr so für Hintergrund zuständig. Das Kängurugras, das hatten wir doch gerade. Ja, so mehr oder weniger trockenes. Jetzt wächst nicht mehr viel, aber es wächst. Das läuft. Das läuft hervorragend. Dahin, dorthin. Nein, fliegen sollst du nicht. Mhm, Tropenlaub brauche ich nicht. Wer trocknet das Kängurugras? Nee. Ist sehr bunt genug. So, Bindewaran. Da muss man gleich mal reingucken. Bindewaran? Nee, Bindewaran. Bindewaran klickt am Plan. So, Überbelegung. Okay. Ich nehme mal raus. Wäre für ein Männchen. Das jetzt? Bindewaran. So, du bist sehr jung. Darfst dich nicht fortpflanzen. Sehr schön. Stelle Aktivisten zufrieden. Wir wollten, sollten Vivarium mal gucken. Okay, sind alle belegt. Das ist gut. Laufende Kosten, die decken sie sehr. Decken sich nicht selber, aber ist okay. Aber im Großen und Ganzen sollten sie sich selber decken. So, was haben wir hier? Hier hatten wir Donaumolch. Müssen wir noch benennen. Der Donaumolch. Donaukammolch. Ja, ich weiß. Molch. Das ist schon mal sehr schön, dass wir uns da nicht auf dem laufenden Meter darum kümmern müssen. Skulpturen. Einfach alles, aber... Da was zählt ihr? Afrikanisch. Machen wir halt. Afrikanisch. Seid ihr jetzt alle hier drin? Brand Design. Ist das besser? Das so leicht andeuten, so im Hintergrund. Jawohl. Licht wäre noch ganz witzig. Könnten wir eigentlich unter den Tieren Licht setzen, oder?
Nee, so, das will ich nicht. Ja, schon, dass es so aussieht, dass so Tiere im Hintergrund sind. Skulptur. Wenn wir jetzt afrikanisch wegmachen. Einfach nur sagen Skulptur. Arktis. Erhaltung. Oh, du könntest vom Stil natürlich auch hier reinpassen, aber es ist australisch, glaube ich. Das ist, glaube ich, sogar australisch. Klassisch. Passt hier auf jeden Fall rein. Gibt es dich vielleicht auch als... Nee. Wenn dich hier vorne hinsetzen. Wir werden dich, glaube ich, wir werden die Tiere, glaube ich, beleuchten. Das kommt ganz gut. Kann ich mir echt vorstellen. Nordafrikanisch. Erdmännchen. Ein riesiges Erdmännchen. Ich glaube, das muss man jetzt aufheben. Jetzt Licht. Irgendwas, was wir so unten drunter stellen können. Nee. Was haben wir denn da so Schönes? Ich glaube, wir werden das in der nächsten Folge machen. Also bis denn. Ciao.